Der gute alte Geheimagent ist back am Stiesel. Die Glatze sitzt. Ahnst du auch? Wir können loslegen. Mein letzter Besuch bei Hitman ist schon ein bisschen her. Aber wer jetzt sagt, ey, du bist aus der Übung, dem kann ich nur eins sagen. Nein, das hältst du deine Schnauze! Gisela, was sind meine Ziele? We have a situation. Also wir müssen Karl klatschen und wir müssen Marcus klatschen. Praktisch schon tot. Welcome to Dubai, 47. Today is the inauguration of the scepter and the ceremony is well underway. You will find Marcus Stuyvesant near the building's signature art installation. While a paranoid Carl Ingram has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Mr. Gray is already in position and ready to assist. Good luck, 47. Man kann gar nicht springen, schade. Oh, wie gut ich aussehe. Dam, 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 da, da, dam, 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 da, da, da. Musikalische Untermalung. Aber was ist, wenn ich jetzt hier weitergehe? Gut, okay, wo ist mein Cam? Ah, ja. Wohl heute. Das ist noch so eine Sofortbildkamera. We need absolute focus on this one. Also, schicke Anzüge. Kann ich mir da mal eins snacken? Ich bin schon ein bisschen auffällig. Hallo, ist der Fallschirmmann. Ah! Gut. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Wo ist das Ziel? Da ist einer. Und da hinten. Müsste eigentlich easy. Staff only. Na komm, geh ich mal rein. Das merkt niemand, dass ich... Oh oh! Hey, I need help over... What the... Seid doch mal gescheit. Also, die... Oh. Ich will doch nur kurz an die Schließfächer gehen. Ich könnte sie verpacken eigentlich, ne? Guck mal, ich nehme mir die jetzt mal, zack. Sanft zur Ruhe legen. Warum kann ich jetzt nicht ihre Klamotten? Ach so, sie ist eine Frau. So, rein mit dir. Kann ich ihm wirklich sagen, oh, was liegt denn hier vorne rum? Ein Flugblatt. Gib mir das gerade mal. Besuchen Sie uns bei der Einweihungsfeier des Burj Al Ghazali. Vor allem haben Sie Spaß. Ich würde jetzt gerne einmal so mit der Hand drüber gehen über die Flaschen. Die steht da seit Anfang an schon und wartet auf den Fahrstuhl. Herr Fräulein, da ist ja auch kein Schalter. Wo spielt jetzt hier die Musik? Hier oben? Ah ja. Und was für eine schöne Musik. Ich nehme mal so ein Gläschen. Muss ein Zauberer sein. Was liegt denn da? Ein Apfel? Den gönne ich mir mal eben, danke. Und hier drüben haben wir Informationspanel. Sehr schön. Listen. I want to talk to the partners directly. Also, um uns die ganze Sache zu snacken, gehen wir mal in den Personalbereich. Richtig schick hier drin. Richtig, richtig. Was ist denn das? Toilettenbedienung manipulieren? Hier drin ist irgendwas passiert. Tschüss. Ah ja. 4706. 4706. Ok. Ist einfach zu einfach. Hier haben wir schon mal einen Staubsauger. Oh. Am besten snack ich mir seine Klamotten, indem ich das hier mache. Ach shit, jetzt kommt der andere. Naja, egal. Hallo! Give me your boots and your motorcycle. Hör mal, ich kann mich nicht umziehen? Sag mal, kann ich echt keine Frauenklamotten anziehen? Ich brauche eigentlich den da. Und ab dafür. Also theoretisch sollte mich jetzt ja überhaupt, ja, niemand mehr verdächtigen. Außer die mit den weißen Knubbeln, aber die sind auch eh kacke. Gib mir den Exit. Ach, hier sind ja überall die Affen mit den weißen... Oh Mann. Da werde ich mir den da ganz gezielt heraussuchen. Du weißt nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Könnt ihr euch mal separieren, bitte? Ich gehe jetzt einfach an dem vorbei. Es geht hier ab nochmal Toiletten, da geht's hoch, okay. Hallo. Betreten. Auf nach Hause. Oh, die Mücken. Ah. Oh, nice, die geht. Sehr schön. Later. Die gehen ja beide. Sehr gut, das ist sehr gut. Ja, wie fahre ich jetzt damit? Da muss ich hier außen rumlaufen. Nee.
Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht lesen. Dein Theo kannst du aussprechen. Mach's auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wirklich gehen das Langleder. Da ist rutschig. Vorsicht. Ich nehme mir trotzdem das Schild mal mit. So. Und mach das mal eben weg. Bye, have a beautiful time. Und jetzt warten wir. Hey, du musst da reinlaufen. Oh nein, mein Apfel. Ah, wie blöd. Und der andere, what? Nee. Achtung, wir haben eine Situation. Der Kollege ist dummerweise ausgerutscht und ist dabei gestorben. Kann ich ihn da runterschmeißen? Oh, aber dann ist er ja tot, ne? Naja, wollen wir nicht machen. Wir haben schon Klasse. So, aus die Maus jetzt. Achso, halt, die Klamotten. Ah ja, ich bitte dich. Was denn hier im Briefing-Room los? Wird er gerade gebrieft? Ah, das ist doch nie im Leben ein Briefing. Er pennt doch hier. Sehr gut, weitermachen. Übrigens, da hinten ist jemand gefallen. In deinem Wasser. Putzerei kann halt auch wirklich gefährlich sein, klar. Ja, komm. Hey, ich kann dir doch meine Klamotten geben. Ich nehme einfach die von der Frau. Das ist ein Schlüssel, ein Spinnschlüssel. Hier komme ich rein. Ja. Ah, Tablettbrechmittel. Nice. Und eine Getränkedose. Sweet. Versetzungspapiere. Die sind doch easy. Wow, ey, der hat mich eben voll erkannt irgendwie kurz. Papiere, die die bisherigen Aufträge und Pflichten des neuen Rekruten zusammenfassen, sowie Befehle in den Turm zu kommen. Das heißt, ich sehe aus wie er. Ich habe praktisch seine Uniform an. Also kann ich einfach hoch. Was war jetzt hier noch in der Küche? Ah, eine kleine Gasflasche. Sweet. Propane. Und ein bisschen Rattengift auch. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Ach, jetzt sind wir wieder hier bei den ganzen Dödeln, okay. Münze, meins. Ich nehme dein ganzes Trinkgeld. Kann ich jetzt einfach hochgehen? Ich nehme jetzt die Route hier, die ist für mich malerisch genug. Ah, yep. Wem kann ich da in sein Glas schiffen? Aber wer trinkt das überhaupt? Hier ist doch gar kein Ziel von mir. Da läuft er. Da ist er. Marco. Ich mache gerade irgendwas. Trinkst du zufällig Rotwein, Marco? Achso, das ist die Kunstgalerie hier. Oh ja, wow. So essential. Kann ich jetzt sowas fallen lassen? Wie geht das? Jetzt gehe ich hier einfach schnell hoch und baller dem einen mal... Oh. Ah, Mist. Warte mal, was haben wir denn hier? Die malerische Route. Na also, es geht doch. Oh, unbefugtes Gebiet. Alle mit dem Bobble im Kopf. Shit. Ach, hier wäre ich jetzt hergekommen, oder was? Oh Mann, ich hätte einfach rechts gehen müssen. Ah, und hier könnte ich die Seilwinde lösen von dem Teil. Ach so. Dann holen wir uns mal eine neue Uniform. Guck mal da. Hä? Fußspuren? Oh crap. Wer hat das Wasser angelassen? Later. Fällt das jetzt eigentlich auf, wenn ich mit der Waffe hier rumlaufe? Nee, oder? Ich bin ja auch nur in der Wache, ne? So, pass mal auf. Ah, da ist doch ein Schild. Server Room, na also, da rechts irgendwo. Waiting Room. Kann ich jetzt zufällig durch? Ah, yes. Ach, hier vorne beim Storage. Ich habe nur hier auf der Tür gelesen, was da steht. Oh, da liegt direkt ein Schlüsselchen. Na alla. So, wir kommen im Server Room. Hör auf zu pfeifen jetzt. Jetzt müssen wir uns da mal eben reinhacken in die ganze Geschichte. Mit dem Zertrick leben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter.